Also neu im Beruf ist vor allem, dass wir die Möglichkeit haben zu mehr Weiterbildungen. Weiterbildungen einerseits in klinischer Richtung auch, zur Unterstützung der Ärzte in der Betreuung von chronisch kranken Menschen. Es gibt auch Weiterbildungen mehr in praxisleitender Richtung, wo man mehr administrative Aufgaben übernehmen kann. Und denkt, ist das alles eigentlich zur Entlastung der Hausärzte. Also ganz im Speziellen mache ich in der Praxis Diabetesberatung in Zusammenarbeit mit meinem Arbeitgeber, mit einem Hausarzt. Ich begleite die Menschen begleiten in ihrer Krankheit, ich tue sie instruieren, beraten, auch Verlaufskontrollen machen. Ich kann auch Menschen mit Lungenerkrankungen, mit COPD vor allem, so begleiten. Oder ich mache zum Beispiel auch Rauchstoppberatungen. Richtig, ja, das ist etwas ganz Neues. Also die Patienten werden in Absprache natürlich mit dem Arzt eigentlich an mich verweisen. Und ich bin dann die erste Ansprechpartner für den Patienten. Sie wissen, sie können sich zuerst an mich wenden, wenn es Fragen gibt und auch Termine bei mir abmachen. Da gibt es verschiedene Module, Weiterbildungsmodule, die von unserem Berufsverband angeboten werden. Es gibt zum Beispiel das Modul Diabetes. Das sind 7 oder 8 Tage, wo man Schulung hat. Es gibt auch immer wieder Refresher-Tage oder Weiterbildungstage, die man besuchen kann. Und das ist die Bedingung, dass man das voraus abgeschlossen hat. Ich denke, es wird immer mehr so Betreuungsaufgaben auf uns MPAs zukommen, vor allem im Bereich chronisch erkrankter Menschen. Und zwar einfach auch aus dem Grund, es gibt immer weniger Hausärzte, es gibt immer mehr ältere Leute, immer mehr Menschen mit chronischen Krankheiten. Und das ist ein Gebiet, das wir übernehmen können. Also das schwankt sehr. Ich glaube, im Moment ist der Markt auch ein bisschen ausgetrocknet. Aber ich habe das Gefühl, gerade jetzt, wo es ein neues Berufsbild gibt und in diesem Jahr kann man das erste Mal eine Berufsprüfung abschliessen, dann sind das doch Zukunftsperspektiven für uns MPAs und ich hoffe, das spricht dann auch mehr junge Menschen wieder an, diesen Beruf zu erlernen. Heute ist es eine 3-jährige Lehre, die man abschließt mit einem Fähigkeitszeugnis. Und was es jetzt ganz neu gibt, ist für uns MPA die Möglichkeit, auch eine eidgenössische Berufsprüfung abzulegen. Das ist dann ein höherer Berufsabschluss nach der Lehre noch. Man braucht zuerst natürlich einige Berufserfahrung, bevor man die Weiterbildungsmodule besuchen kann. Nachher hat man die Möglichkeit, mehr in den Bereich Beratung von chronisch kranken Menschen einzusteigen oder mehr in den administrativen Bereich, wo man auch in einer Grosspraxis zum Beispiel das Personalmanagement oder das Rechnungswesen unter sich hat. Also ich selber habe am meisten Freude, dass ich viel mehr direkten Kontakt habe zu den Patienten, dass ich eine Betreuungsaufgabe habe, mich an Verantwortung übernehmen, auch auf eine Art Selbstständigkeit arbeiten kann. Und das befriedigt mich sehr, ja. Thank you.